ein Film von verrückten Filmemachern über verrückte Filmemacher mit dem heimlichen Hauptdarsteller Babelsberg. Das ist Filmgeschichte. Du fährst hier rein morgens durch das große Tor, da steht Babelsberg und du denkst... Da sind wir. Du bist in einem Traum. Ist alles vorbereitet? Selbstverständlich, Herr Generaldirektor. Ich drehe das erste Mal hier und bin begeistert. Ich habe mich wirklich verliebt in das Studiogelände. Sobald man in Babelsberg ist und eben diese altehrwürdigen Hallen betritt, kommt man nicht drum rum, als diesen Spirit zu fühlen. Und dann gehst du in diese Marlene-Dietrich-Halle zum Beispiel und bekommst eine Nackenstarre, weil diese Hallen so riesig sind. Der hat Hitchcock, Billy Wilder haben hier gedreht. Das ist das älteste Filmstudio der Welt. Dass man da die Ehre hat, so einen Film über das Studio Babelsberg zu machen und somit auch ein Teil dieser Geschichte zu werden, das ist jetzt noch surreal. Es war einfach so eine gewisse Magie in den Räumen. Wir haben uns teilweise an dem bedient, was das Studio schon zur Verfügung stellen konnte. Wir haben aber auch selber gebaut, also unser Ägypten-Set ist komplett selber gebaut. Das macht auch diesen Reiz von dem Film einfach aus. Und bitte. Und bitte. Und man hat von vornherein einfach das Gefühl gehabt, alle wollten was Besonderes machen. Ich lebe gerade meinen Traum hier. Das ist so was Außergewöhnliches. Es ist wie in ein Schlaraffenland zu naschen, hier einen Film zu drehen. Wie eine Liebeserklärung an den Film. Und das war auch die Atmosphäre auf dem Gelände. Und das war was ganz Tolles.